One on a win! Alter, den hatte ich ja überhaupt nicht gesehen. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier mit zwei Raids, einen Scaff-Raid auf Shoreline, der richtig kacke lief. Die Exits waren damals verbuggt, also wer es nicht kennt oder wer es sich nochmal reinziehen möchte, schaut euch das Video an. Gleich der erste Raid ist der Scaff-Raid mit den verbuggten Exits auf Shoreline. Danach kommt ein wenigstens positiver Raid auf Reserve. Da ging es um die Praper-Quest Bunker Part 1, wo ihr in den Kontrollraum müsst. Das habe ich ziemlich zügig hingekriegt. Und ja, das war's eigentlich. Ich wünsche euch viel Spaß damit und ja, lasst gerne ein Like, Abo da. Würde ich mich riesig freuen, wie immer sowieso. Denn das Spiel. Und ja, bis dahin, wir sehen uns. Jesse, bleibt gesund. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, und zwar zu einem Scaffron der außergewöhnlichen Sorte. Ich habe den auch erst jetzt aufgenommen. Ich wollte eigentlich raus und, wie wir gleich sehen werden, es tut sich nichts. Und das war auch der Grund, warum ich es mal aufgenommen habe. Komisch, dass man auf dieser Seite auch nicht exfiltrieren konnte, sonst ging das doch immer mal. Aber wahrscheinlich, ach ja, weil ich noch, weil ich schon drin stand und eigentlich hätte schon exfiltriert sein müssen oder haben müssen oder wie man es nennt. Ich konnte es jedenfalls nicht begreifen. Ich dachte erst am Anfang, das hat was mit meinem Karma zu tun oder so. Also bin ich noch ein paar Mal rein und raus gerannt. Das Gef. Stacheldraht wahrscheinlich. Keine Ahnung. Das Dumme war, ich hatte auch relativ guten Loot. Da so Sachen, die man hätte gebrauchen können. Um seinem PMC ein bisschen voranzutreiben. Eine gute Body Armor und ein paar Items, die ich brauchte. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Ushanka hatte. So, jetzt laufe ich aber erstmal wieder raus aus dem Exit. Und wollte eine Weile warten. Ich dachte, das bringt irgendwas. Hab mich hier hingehockt. Und laufe nun nochmal zurück. Ich dachte irgendwie, es muss ein Bug sein oder sowas. Oder vielleicht doch mein Scaff-Karma. Aber das war nicht schlecht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Scaff-Karma von 1,9 oder so. Nee. Führt irgendwie kein Weg raus hier aus dieser Hütte. Naja, ich bin dann irgendwie schweren Herzens zum anderen Exit, zum Tunnel gerannt. Musste dafür extra über die ganze Map und hatte natürlich Angst um mein bisschen Habe, was ich hatte. So, jetzt sind wir am Kraftwerk. Bisher ging es gut. Man hat hier und da mal noch ein paar Schüsse gehört. Jetzt auch wieder oben aus dem Ressort ein Schuss. Also es waren noch genug Leute auf der Map und ich hatte schon Angst um mein Zeug. Das hätte ich schon gern mit rausgenommen. So, fast geschafft. Fast hätten wir es geschafft. Nochmal kurz Luft holen, damit wir dann in einem Zug Richtung Tunnel rennen können. Also zum Tunnel, zum Exit. Dann ging's los. Hoffnung keimte. Ich wollte raus aus diesem Irrenhaus. Aber auch hier ging's nicht raus. Ich konnte es irgendwie nicht begreifen.
Jetzt sind schon zwei Exfils grün. Wo ich es gerade sehe, stand da früher nicht Exfil. Jetzt stand da Exit. Da liegt schon einer wie ein Maikäfer auf dem Rücken. Naja gut, wir hatten noch einen Exit. Und zwar Svetly Dead End. Tja, auch hier tat sich nichts. Ich konnte es einfach nicht begreifen, was hier passiert ist. Tja, jetzt war guter Rat teuer. So, nochmal rein. Ich bin auch reingeschlichen, weil hinten habe ich jemanden auf Holz laufen hören, aber auch nein, das bringt nichts. Irgendwie kam ich hier nicht raus. Also nochmal raus und nochmal rein, in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal Klick macht. Nein, noch 7,5 Minuten. Und wieder raus. Und wieder rein. Tja. Knapp 5 Minuten noch. Das gleiche Spiel nochmal, rein, raus, oder besser gesagt raus und wieder rein. Hey, ich wollte ja raus aus dieser Hütte. Und es ging einfach nicht. So, noch 2 Minuten, 43 Sekunden. Hey, ich dachte mir, das muss doch mal klappen jetzt hier. Also nochmal zurück zum Tunnel. In der Hoffnung, dass es dort irgendwie funktioniert. Und es ging einfach nicht raus hier. Jetzt wurde es mir schon schwarz vor Augen. Die Energie ging zur Neige. Naja, dann tun wir halt noch was fürs leibliche Wohl. Guckt es euch an, ich hatte die Ushanka, ich hatte eine Body Armor, ich hatte die Mosin, ein Grizzly, Machinery Key, Lucky Strikes. Alles, was man brauchte, um ein bisschen was für die Quest zu tun. Tja. Das war's. Wir sind drin gestorben. Also das waren 36 Minuten echt für den Arsch. So, aber nun zu einem freudigeren Run-Raid. Und zwar sollte ich unten für Bravo den Raum im Bunker unten suchen. Und die Quest heißt ja auch Bunker Part 1. Und wir hatten schon ein sehr schönes Bohren. Nicht der allerbeste, der ist glaube ich hier unten. Hier unten kann man auch spawnen. Aber schon, war schon top spawn, kann man nicht meckern. So, schnell Ibus rein. Ich glaube, der Raum heißt Kontrollraum. Fällt mir gerade so ein. So, jetzt dran denken, ihr habt den Raum noch nicht gefunden, das ist bloß eine Teilaufgabe, die ihr erfüllt habt.
Ihr müsst da noch in das Büro rein. One on the plane! Alter, den hatte ich ja überhaupt nicht gesehen. So, wir haben den Kontrollraum gefunden, machen den Schalter, aktivieren den Schalter, damit wir hinten zum D2 raus können. Eigentlich sträflicher Leichtsinn. Aber wenn der Bursche schon mal hier sich so anbietet, dann können wir auch noch schnell etwas mitnehmen. So, aber nun hieß es raus. Und zwar in einem Stück, wenn möglich. Sonst die ganze Kacke nochmal machen. Übrigens hier, die Treppe ist ein guter Punkt für Exit-Camper. Die hocken ja immer so an den Treppen, dass du sie nicht siehst, weil es ja dunkel ist. So gerade so, dass sie mit ihren Köpfen und ihren Gewehren drüber gucken können. Hier auch aufpassen. Von der Seite können nämlich oben von der Radarkuppel können schon hier Leute hier entgegenkommen. Aber ihr kennt das ja, wenn man so kurz vom Ziel ist, dann wird man leichtsinnig. Also die Tür war zwar noch zu, die Türen sind ja auch noch zu, aber das kann alles täuschen. Kann ja jemand schon hier hinten am Exit campen. Vorzugsweise hier in dem Raum immer mal so. Also hier ein bisschen Obacht. Das wäre nicht das erste Mal, dass mich hier jemand abcampt. Wenigstens noch etwas brauchbaren Loot gefunden. Ich meine, am Anfang hat man das Geld nicht so dicke und 13.000 Rubel, glaube ich, für die Flasche Wasser sind eine Menge Geld am Anfang jedenfalls. So, jetzt platzt uns wieder die Trommelfelle, weil dieses Tor, oh Mann, Alter, ich kann nicht mal reden richtig. Und dieses Tor extrem laut ist. Und ich glaube, jetzt hätte man auch schon hinein können. Das müsste reichen. Ja. So, und glücklich entkommen gleich. Jetzt. Prima. Habe ich mich gefreut, wenn es was Positives. Schnell rein, schnell raus. So muss es sein.